Hey Leute, weiter geht es mit Max, The Curse of Brotherhood Part 6. Hoffentlich mit den diesmal passenden Einstellungen. So, hier haben wir wieder ein Erdturm-Geästrätsel. Ich schaue jetzt mal, wie weit ich mit dem Ast komme. Ja, aber komme ich denn auf den Turm drauf? Oh! Ich habe den Grünen da nicht gesehen. Der war etwas unübersichtlich. Der war etwas schlecht einzusehen. Ich dachte, das ist normales Gras, weil es leuchtet hier alles so schön. Aber dachte ich deswegen, dass das hier ganz normales Gras wäre. Ah, na, das reicht nicht. Das geht. Na, schauen wir mal. Okay. Das dürfte auf jeden Fall gehen. Bleib, Max. Okay. Und jetzt? Ah, geht schon. Ich dachte gerade. So, so. Also, da haben wir ein... What? Oh, das sind Bomben. Der wirft Bomben nach uns. Oh, die gehen da sogar drüber, die Bomben. Boom. Autsch. Aber ich würde sagen, hier bin ich jetzt mal relativ sicher. Aber was kann ich denn mal da machen? Also ich muss auf jeden Fall mal über den drüber. Und an dem hier vorbei, also an dem, der da die Bomben wirft. Zerstören die Bomben unseren Ast? Nein, natürlich nicht. Warum sollten sie auch? Zerstören die Bomben die selber? Ah, das wäre eine Möglichkeit. Dass ich ihm seine Bombe hier umlenken muss, kann das sein? Ach, ja, tatsächlich. You guys are really stupid. Ja. Ah, okay. So. Wirf mal. So, jetzt gehe ich einfach an dir vorbei, oder? Nein, 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 nein. Warten müssen, bis die Bombe detoniert. Aber jetzt habe ich es mal grob verstanden. Autsch. Ah, mach schon. Ich muss mit Hilfe der Bomben den da unten erledigen. Oder das habe ich ja schon geschafft gehabt. Ui. Aua. Spring. So. Praktisch eine Bomben. Rutsche. Vielleicht muss ich hierfür sorgen, dass er nicht wegrennen kann oder so. Dass die Bombe nicht wegfliegt. Ja, tatsächlich. Bäm. Tut bestimmt weh. You guys are really stupid. So, jetzt muss ich warten, bis die Bombe detoniert. Und dann kann ich schnell von den Bomben davonlaufen. Gut. Ui. Okay, hier geht's rauf. Kommt der dann noch rauf? Oder ist das schon zu hoch? Nein, das ist schon zu hoch. Also nicht höher als so. Normax, komm schon, ja. Doch schon. Geht gerade so. Jawohl. Ha! Ich tu nix.
Dinge. Ich kann nichts tun. Okay, gerade nochmal unentdeckt geblieben. Zabam. Okay. What to do here? Das ist eine sehr gute Frage. Was kann denn dieser Ast hier? Kommt der bis zu mir runter? Nein, nicht ganz. Und darüber springen kann ich auch nicht. Kann ich, wenn ich den Ast da oben abtrenne, rutscht der dann vielleicht runter? Ja, nicht so richtig, ne? Vielleicht muss ich den... Ja genau, das habe ich mir auch gedacht, dass ich so eine Art Kugelast... Hula-Hoop-Reifen. Ich wollte eigentlich ein Rad gerade machen, aber schauen wir mal. Ob ich sowas hier zusammenbringe. Ich weiß zwar nicht, ob das reicht. Aha. Reicht das? Falsche Form, würde ich mal sagen. Oh, nee. Na, komm schon. Jetzt, ah. Ist nicht schön. Aber selten. Bleib doch jetzt bitte mal anders liegen. Nee. Muss das da wirklich ein perfektes Rad sein oder so? So vielleicht. Besser aus. Er ist wieder sehr langsam. Mal häng dich hin. Jawohl. Yes! So, wenn es jetzt nur wieder etwas schneller werden würde, dann wäre es cool. Ja. Dieses Rätsel habe ich geschafft. Gut, Leute, ich mache mal wieder hier kurz einen Cut und setze mal wieder beim Checkpoint auf, damit es vielleicht wieder etwas schneller wird. Bis gleich. Hallo, Leute, da bin ich wieder. Ich habe die Details mal wieder auf hochgestellt. Ich glaube nämlich nicht, dass es daran lag, weil ich habe die zwischenzeitlich mal auf niedrig gestellt gehabt. Und da ging auch nichts. Ich überlege bloß gerade, ob da oben vielleicht ein Auge ist. Kann das sein? Auch wenn ich dich nicht sehe, du böses Auge, du. Ich versuche mal, ob ich da raufklettern kann. Ups. Ja, das geht. Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich hier ein Auge verbirgt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sich hier kein Auge verbirgt. Okay. Das sieht nach keinem Sprung aus. So. Genau. Also es ist leider so, Leute. Es ist schneller, wenn ich mein Aufnahmeprogramm ausschalte. Zwar nicht unendlich viel schneller, aber schon deutlich schneller. Okay, da ist ein Ast. Was kann ich hier machen? Mehr geht nicht. Oder soll ich mir da was bauen? Wo ich dann dran hochklettern kann oder so. Ich versuch's mal. Es sieht aber auch unheimlich aus mit seinen Augen. Nach hin. Sorry. Jetzt wird das Spiel brutal. Aha. Okay. Den hätten wir erledigt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so ein Stinketeil.
du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ja. Ah, das hätte ich nicht machen dürfen. Ach nee, jetzt darf ich das nochmal machen. Okay. Ich würde natürlich auch ein bisschen länger warten, bis er weiter nach hinten gelaufen ist, aber... Sorry. Ich habe den Ast auf den Kopf gekriegt. So, und da muss ich jetzt wahrscheinlich auch irgendwie... springen. Jawohl, das sieht gut aus. Jetzt wird's wieder schneller. Und jetzt wird's wieder langsamer. Ich versteh's. So. What should I do? Ausprobieren, Max. Alles ausprobieren. Kaputt. Ja, Leute, es tut mir leid. Ich baue den jetzt mal so weit nach links wie möglich. Ja, komm. Ich weiß nicht, ob das, ob der Sprung gelingt. Ich versuch's mal. Geht das? Geht nicht. Okay. Habe ich da links unten gerade nochmal was gesehen beim Absturz? Oder war das nur eine Todesanimation? Selbst in Zeitlupe stirbt er. Dann mach doch... Nee. Leute, ich finger mal nochmal ein bisschen an den Einstellungen rum. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ich bin jetzt mal hergegangen und hab mal nochmal an den Detaileinstellungen rumgefingert. Und ich hoffe... Also jetzt im Augenblick ist er richtig schön schnell. Ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, das bleibt so. So, jetzt schaue ich mir aber mal, was der Ast denn alles so kann. Okay. Kann ich denn... Ah, nein! Ich wollte das mit dem Stift machen. Kann ich denn den hier dazu bewegen, dass er mir... Ah, ich dachte, der kann mir den Ast irgendwie so zu einer Sprungschanze machen. Da unten dachte ich, hätte ich was gesehen, aber da ist nix. What to do? Moment mal, ich könnte doch aber... den Ast gerade machen. Dann. So. Ja, vielleicht das Ganze so als Brücke bauen. Das könnte funktionieren. Ja, das könnte funktionieren. Das funktioniert auch. Sehr schön. Huh, ja. Und wie schon gesagt, einigermaßen schnell sogar. Ein Stinkefrosch. Komma, nicht in Zeitlupe. Dreh mal um, Fröschchen. Ja, genau. Da oben ist ein Auge. Quack, quack, quack. Komme ich denn mal an dich ran? Öha. Geht das irgendwie über oben? Da oben ist nämlich ein Seil. K
kann ich darunter, ohne zu sterben? Ich bin jetzt... Oder muss ich da rüberspringen an den Baum? Da muss ich rüberspringen, okay. Ah, oh. Oh, da kann ich irgendwas in dem Baum machen. Aber was? Also ich kann hier... Könnte ich hier durchkriechen, oder wie? Hä? Aber da kann ich auch runter, ohne dass ich sterben muss. Das ist schön. Da kann ich unten durchkriechen. Hm. Spannend, spannend. Was kann ich denn... Moment. Halt. Ich will zurück. Max. Ja, hier kann ich irgendwas tun mit dem Baum. Aber hier nicht. Okay. Halt. Ja, da wollte ich jetzt gerade reinkriechen. Das geht nicht. Nee, da kann er nicht reinkriechen, der gute Max. Der kann hier unten durch. Hm. Das ist ja mal ein interessantes Rätsel. Weil hier rein kann er. Aber es ist mir noch nicht klar, ups, wie uns das weiter... wie uns das weiterhelfen soll. Sorry, Max. Ach, jetzt kann ich gar nicht mehr zurück. Ach, jetzt, das ist wieder so eine Sache. An diesen Vorsprung da geht er nicht immer hin. Jetzt, Akko. Nein. Warte mal. Brauche ich da Anlauf? Das ist jetzt etwas, Nein. Das ist etwas merkwürdig jetzt. Was habt ihr denn da vorgesehen gehabt für uns, liebe Spieleentwickler? Hier sind keine Äste und nichts, wo ich könnte wachsen lassen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich, wenn ich diesen Baum hier und so weiter auslasse, dass ich dann nochmal raufkomme. Weil ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich da weiterkomme. Schauen wir mal, was jetzt hier so kommt. What? Bitte, bitte, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Der schaut so böse. Ich habe die Befürchtung, er sieht es doch. Stift. Zeitlupe in Zeitlupe sozusagen. Boah, ey. Okay. Jetzt ist es mal ein Ultra-Zeitlupe. Jetzt kann ich den Baum hier hochheben. Okay, aber jetzt komme ich ja dann nicht... nicht dran vorbei. Wow. Muss ich dann da einfach schnell sein, oder? Ha.
nein, das reicht nicht. Schnell sein reicht nicht. Okay, Leute, ich würde aber sagen, dieses Rätsel, das versuchen wir dann im nächsten Part von Max, The Curse of Brotherhood zu lösen. Also, bis dann. Ciao.